Hallo, herzlich willkommen mal wieder bei Kickerini. Heute wieder ein Schussguide und zwar mein Lieblingsschuss ist heute dran. Der Abroller bzw. Pinchard wird heute geschossen. Und zwar ist das ein Schuss, der mega, mega schnell ist, sehr variationsreich, aber ein bisschen schwerer zu lernen als die anderen Schüsse. Bin mir aber sicher, mit ein bisschen Übung und auch ein bisschen Hilfe und ein paar kleine Kniffe, die ich euch heute zeige, werdet ihr das ganz schnell hinbekommen. Also, heute der Guide für den Pinchard. Ich freue mich. Da der Pinchard einer der schwersten Schüsse ist, ist es unabdingbar, einige Vorübungen vorher vorzunehmen. Als erstes werden wir lernen, den Ball einfach nur in die Frontpin zu nehmen und von links nach rechts zu wandern. Dabei wird der Ball nicht nach hinten gezogen, wie man hier in der Abbildung sieht. Mit einer leichten Tickbewegung ziehen wir den Ball von links nach rechts, von links nach rechts. Probiert dabei immer den Ball zu drücken und immer ein bisschen Kontakt auf den Ball zu haben. Wie schon so oft zuvor, ist die nächste Übung die Pinartwechsel, den Ball von dem Frontpin in den Backpin zu nehmen und wieder andersrum. Dabei nimmt ihr den Ball auf die Mitte der Dreierreihe und zieht ihn nach hinten, nach vorne. Das Ganze muss linksrum wie auch rechtsrum funktionieren. Um nachher auch die langen Pinchards hinzubekommen, üben wir nun die Pässe von Puppe zu Puppe in der Frontpin-Haltung. Dabei wird nicht die Pinart gewechselt, der Ball bleibt im Frontpin und er schießt den Ball oder passt den Ball von links nach rechts. Die letzte Vorübung ist die Schussbewegung. Dazu zieht ihr den Ball in dem Frontpin zur Seite, lasst den Ball vor der Puppe liegen, geht mit der Puppe hinter den Ball und probiert abzudrücken. Das Ganze linksrum wie auch rechtsrum. Vorübungen habt ihr jetzt überstanden und ich hoffe, dass ihr diese beherrscht, denn nur mit diesen Übungen werdet ihr in der Lage sein, später auch den Schuss perfekt auszuüben. Aber jetzt kommt noch das Wichtigste, die Handhaltung. Wie die Handhaltung funktioniert, kommt jetzt. Ob ein Pinchard funktioniert oder nicht, liegt meist an der Handhaltung. Wenn die Handhaltung falsch ist, wird der Schuss auch nicht funktionieren. Legt dazu den Mittelfinger in die Wölbung des Griffes und habt die Stange ein bisschen weiter vorne angefasst. Ganz wichtig ist, dass der Daumen nicht umgelegt ist, sondern leicht auf der Stange drauf liegt oder halt auf den Zeigefinger drauf liegt. Wichtig dabei ist auch, dass die Hand locker um den Griff umschlossen ist und nicht hart und fest. Der Schuss beruht nun darauf, die Hand leicht zu öffnen und beim Öffnen der Hand wird die Puppe sich nach hinten bewegen. An diesem Augenblick legt ihr die Puppe über den Ball und schließt die Hand. Das Schließen der Hand verursacht, dass die Puppe sich nach vorne schnellt und den Ball trifft und schießt. Je kleiner die Bewegung des Handöffnen und Schließen ist, desto runder und überraschender kommt der Schuss. Übt deswegen, immer kleineren Ausholbewegungen mit der Hand zu machen. Die häufigsten Fehler beim Pinchards ist, dass entweder das Handgelenk beim Schuss abgeklappt wird oder der Daumen umliegt und somit die Außenbewegung nicht möglich ist. Je spannender ein Spiel wird oder je knapper, merke ich immer wieder, dass die Leute beim Pinchard nervös werden und versuchen zu reißen. Versucht nicht zu reißen, bleibt locker und flüssig in der Bewegung. Haltet dazu weiterhin die Stange locker in der Hand. Anhaltung und Vorübung sind jetzt klar. Jetzt kommen wir zum Eingemachten, den Pinchard-Schuss und die verschiedenen Variationen. Es gibt drei verschiedene Variationen. Einmal den langen Pinchard in die lange Ecke, dann gibt es den Pinchard in die kurze Ecke und den schwersten von allen dreien, der Diagonale. Der Diagonale ist wirklich sehr, sehr schwer. Konzentriert euch als allererstes, wenn ihr anfangt mit dem Schuss, auf den kurzen und auf den langen. Damit habt ihr zwei Optionen, wo ihr den Gegner ziemlich eins einwischen könnt. Viel Spaß, jetzt zeige ich euch, der Schuss funktioniert. Der lange Pinchard nimmt den Ball in den Frontpin und zieht den Ball zur Seite, wie bei der Übung, wo ihr in den Frontpin von Puppe zu Puppe gepasst habt. Sobald der Ball auf Höhe des langen Pfostens ist, geht er mit der Puppe hinter den Ball, schließt die Hand und schießt ihn ins Eck. Probiert das ein bisschen schneller zu machen, aber denkt dran, nicht reißen. Eine flüssige Bewegung ist das Erfolgsrezept. Thank you.
kurzen Pinch-Shots ist das Prinzip das gleiche wie bei der langen Bewegung. Bloß, dass ihr diesmal die Stange noch sanfter und lockerer in der Hand halten müsst und den Ball nicht nur zur Seite zieht, sondern auch minimal nach hinten unter die Stange. Damit habt ihr einen längeren Weg des Balls, aber einen kürzeren Weg der Puppe. Die letzte Variation des Pinch-Shots ist der schwerste, der Diagonale. Der diagonale Pinch-Shot wird ausgeführt wie der lange Pinch-Shot, nur mit dem Unterschied, dass ihr den Ball nach hinten unter die Stange zieht und versucht, mit der Kante der Puppe den Ball zu treffen. In dem Augenblick, wo ihr den Ball trefft, müsst ihr eine Gegenbewegung mit der Stange machen und dann schlägt er diagonal ins Tor ein. Das war jetzt der Pinch-Shot, aber ich habe es versprochen, zum Abschied gibt es noch einen kleinen Bonusschuss, den ich euch zeige. Einer meiner absoluten Lieblingsschüsse, der ist genial und man kann den Gegner richtig gut verarschen und auch im Kopf ziemlich durcheinander bringen mit diesem Schuss. Er nennt sich der Faker und sieht so aus. Der Faker ist einer der effizientesten Schüsse, die ich kenne, und auch der lustigsten Schüsse. Aber die Voraussetzung dabei ist, dass er schon mindestens ein bis zwei Tore mit dem langen Pinch-Shot gemacht hat, so dass der Gegenspieler gewillt ist, mit den Puppen zu reagieren. Wenn ihr nun den Ball aber an der Ort und Stelle liegen lässt, auf dem Pfostenpunkt, und mit der Außenfigur einfach geradeaus weiterschießt, ist oft eine Lücke da und ihr könnt ihn durch diese Lücke ins Tor befördern. Das war's mit dem Pinch-Shot von Kickerinho. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig Kommentare da. Teilt es, liked es und abonniert mich einfach. Ich wünsche euch noch viel, viel Spaß beim Weiterlernen und bis zu dem nächsten Video. Tschüssi!